Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Wii U und im letzten Part sind wir hier an dieser Stelle angekommen und wussten nicht wirklich, wie wir hier weiterkommen. Und ich weiß es immer noch nicht, tatsächlich. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal wieder raus und nehmen von hier aus, wo wir gesehen haben im letzten Part, dass ein paar Goombas einen Farbstern zerlegt haben, einfach erstmal den anderen Weg. Mal schauen, vielleicht kommen wir ja noch auf die Spur, wie wir hier weiterkommen. Ja, im letzten Part sind wir im Bonsai-Hain gegangen, in den Bonsai-Hain gegangen und haben dort die 12 gelben Rettertoads vereint und damit einen neuen Weg freigemacht. Jetzt ist der Bonsai-Hain wirklich sehr klein. Oh, oh. Oh. Okay. Wir versuchen mal drei kaputte Hammer und einen Doppelhochhammer. Ich muss erstmal rausfinden, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Ich schätze mal. Fuck. Okay. Ich schätze mal, dass wir nicht alle mit einem Schlag treffen, aber schon mehrere mit einem. Und damit lag ich richtig. Okay. Den letzten Schlag total verkackt, aber wir haben diesen ganzen Haufen Goombas hier gerade mal zerlegt. So. Habt ihr ein bisschen Farbstern für mich? Nee, ne? Okay. So, du fällst nicht um. Das heißt, wir müssen jetzt gegen jeden Baum schlagen, oder wie soll ich das verstehen? Okay. Immer schön gucken, ob die Bäume umfallen. Und auf die weißen Flecken achten, die da auf dem Boden sind. Die irgendwie alle eingefärbt werden wollen. Und hier haben wir, wie im letzten Part auch schon, so Aufkleber auf dem Boden. Die Karte ist im Weg, ich konnte den Goomba nicht mehr sehen. Wenn wir hier die Aufkleber abziehen, dann rollt sich bestimmt der Boden wieder zusammen, ne? Genau. Und das gibt uns eine Paragoomba-Karte. Okay. Schön, hatten wir auch noch nicht. So, du fällst um. Nein, du auch nicht. Du, ja. Du, nö, du, auch nicht, du, nein, nö. Okay. Aber alle irgendwie sehr unspektakulär. Also, was Großartiges kommt da nicht raus. Oh! Das ist aber eine kleine Brücke hier. Oh nein, wirklich? Da war ein Farbsternstück. Aber leider nicht bei dem. Ja gut. Ich würde sagen, wir nehmen dreifach eingefärbten kaputten Schuh. Damit sollten wir die drei Schiebschiebs locker kaputt bekommen. Denn Schiebschiebs sind halt nun mal nur Schiebschiebs. Wobei der tatsächlich alle fünf Sprünge benötigte. Also es war jetzt nicht ein herausragender Sieg. So. Da haben wir unser Sternenstück. Okay, das ist jetzt wirklich nur einer. Dann nehmen wir auch nur den einen kaputten Schuh. Ist ja witzig. Das Sternenstück wird natürlich von einem einzelnen Schiebschieb bewacht. 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr schön. Kriegen wir jetzt das erste Sternenteil? Ist das etwa... Die haben den Farbstern zerbrochen, diese Ungeheuer. Wenn es mal nach der Größe dieses Stücks geht, werden es 5 weitere Teile zerbrochen. Wir müssen die anderen Teile finden, um sie zum Eingang zurückzubringen. Farbstern. Farbsternstück Nummer 1. Okay. Schnell hier rüber. Ich wette... Oh, da ist ein Fragezeichenblock erschienen. Danke. Oh, ein 5er Sprung. Sehr schön. Ja... Gut. Kann man machen. Da ist noch ein Farbsternstück. Schauen wir mal, wie viele wir davon jetzt so auf Anhieb finden können. Nanu, wie kommt dieses Stück der Farbsterns hierher? Moment. Ohne Kampf kriegst du das nicht. Ein Goombaturm.
Eine Gumba-Walze. Volle Röhre, Jungs. Fünf Gumba-Walzen. Okay. Ja, nee, ist klar. Aber ich glaube, das sollte jetzt eher weniger ein Problem sein. Wenn du das Stück haben willst, dann komm doch her. Ja. Machen wir mal. Kämpfen wir gegen alle fünf gleichzeitig? Ja, tun wir. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das da. Und zum Backup mal nochmal das da rein. Also, achtmal kaputter Schuh. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Kaputt. 1, 2, 3, 4. Ich hatte gerade kurz Angst, ob das soweit funktioniert oder ob wir Schaden nehmen, wenn wir auf die schnell drehenden Gumba-Räder springen. Aber das scheint überhaupt kein Problem zu sein, denn die sind sowieso sofort tot. Die halten halt nichts aus. Die sind viel zu klein. Und wir haben natürlich mal wieder einen perfekten Kampf abgeliefert mit 9.999 Münzen, alle Gumba-Räder kaputt, kriegen eine Gumba-Karte, ein bisschen Hammer und ein zweites Farbsternstück. Sehr schön. So, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Bäume schubsen können. Nö, nö, gibt nur Farbe. Alles klar. Gut, machen wir weiter. Hier vielleicht. Nö. Da ist aber ein kleiner Speicherblock. Ein kleiner Speicherblock. Okay, gut. Ich würde sagen, wir hauen den einfach einmal. So. Ja, das funktioniert immerhin. Das finde ich cool an dem Spiel, ne? Wir haben eine feste Engine, aber wir haben so viele Gimmicks, die irgendwann mal in dem Mario-Universum drin waren, die man hat einfach wieder auferleben hat lassen. Das ist schon cool gemacht. So. Danke. Dann ziehen wir mal den ab. Den ziehen wir ab. Den ziehen wir ab. Und wir kriegen... Oh... Okay. Wahrscheinlich habt ihr irgendwas Cooles für mich, oder? Bestimmt. Wir nehmen einen fünffach kaputten Hammer und einen dreifachen kaputten Sprung als Backup. Vielleicht schaffen wir es ja mit dem fünffach Hammer. Nein, glaube ich nicht. Oder? Super, super. Ich hätte gerne etwas mehr als super. Spitze ist gut. Nur super. Naja, okay. Oha. Ich glaube, es könnte eventuell nicht reichen. Nee. Ei. Eieiei. Okay. Nochmal einen kaputten Hammer. Und nochmal einen kaputten Hammer. Ich denke, also zwei Hammerschläge sollten auf jeden Fall reichen. Es sei denn, ich verkacke die jetzt massiv. Oh, wirklich. Sehr schön. Naja, immerhin. Da macht man nichts. So, alle tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, auf Wieder tschüss. Dankeschön. So. Hab ich gerade wirklich den Gumba platt gehauen und wir haben ein cooles Herz daraus gekriegt. Das ist cool. Da bleibt man an diesem blöden Fragezeichen hängen. So, weg mit dir. Dich möchte ich, ja. So. Fällt irgendwas von euch um? Da hängt ein Sternenstück drin. Ehrwürdiger Baum, erhöre mein Flehen. Ich will ein Rettertod werden, ich bitte dich. Junge, der ehrwürdige Baum ist wirklich so groß, wie man sich erzählt. Mario, du bist ja riesig. Hast du einen Megapilz verputzt? Die wachsen doch hier gar nicht. Mario ist nicht groß, du bist nur klein. Kamex Magie muss dich geschrumpft haben. Was? Nein, ich habe den mehrwürdigen Baum einen Beistand dabei gebeten, ein Rettertor zu werden. Aber selbst wenn es da keine Mindestgröße gibt, ich bin jetzt so klein, dass sie mich nie im Leben nehmen. Du musst mir helfen, wieder relativ groß zu werden. Ich warte eine Retterrotunde in Port Prisma. Das könnte mit dieser Beinchen allerdings etwas dauern. Ja, viel Spaß. Tschö.
So, wir machen das hier grün. Und ich... Das sieht aus, als könnte da irgendwas Gefährliches drin sein. Deshalb speichern wir mal kurz ab. Ja, Speichervorgang ist gut. So, und dann gehen wir jetzt nochmal zu dem großen Baum. Und gucken mal, ob wir hier ein bisschen... Da hängt ein Stück Farbstein an diesem Baum, Mario. Ja, habe ich auch gesehen. Können wir irgendeinen von den kleinen Bäumen hier umschubsen? Baumschubser Mario? Nö. Okay, lesen. Ehrwürdiger Baum. Na gut, hauen wir mal gegen. Augenblick! Hm? Ich bleib mal hier drüben. Schwing du den Hammer. Ich hab's kommen sehen. 500 Trillionen... 50? Okay, läuft bei euch. Wir nehmen einen Pilz. So einen. Und einmal drei Hammer und nochmal drei Hammer. Ich glaube, fünf haben wir nicht mehr. Das müssen wir jetzt peu à peu angehen. So. Erstmal Energie auffüllen. So, sind 40. Haben wir 90, okay. Und nochmal. Ja, waren wahrscheinlich 50 kleine Gumbas. Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch übrig sind. Aber 50 sind es nicht mehr. Und wir haben keinen einzigen eben davon geblockt. Das waren jetzt noch 18. Okay, 18 kriegen wir auch nochmal mit drei Hämmern kaputt. So, zweimal drei Hämmern. Super! 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 Oh, schade. Zwei Stück übrig geblieben. Na gut, nochmal super. Und damit haben wir diese Riesenreihe an Gumbas getötet. Plong, 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 plong. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass sich da Gumbas verstecken. Huch, ist ja plötzlich ziemlich finster geworden. Finster und stinkig. Ah, Mario, mach es weg. Mach. Vielleicht mache ich es doch lieber selbst. Und wir haben Farbsternstück Nummer 3. So, der ist auch platt. Nehmen wir mit, ganz viel Farbe und Münzen, die wir nicht gebrauchen können. Egal. So, Farbsternstück Nummer 3 haben wir. Hier ist noch ein Stück Farbe für den Boden. Gut, hauen wir nochmal auf diesen Speicherblock. 2 Minuten haben wir noch im Part, das heißt, wir gucken hier unten mal noch. Ist das jetzt quasi die andere Seite von da, wo wir eben waren? Ich meine, uns fehlen noch 2 Farbsternstücke. Das heißt, irgendwas muss es hier noch geben. Aha. Oh. Psst, Mario, ich bin's, Fabian. Es riecht mir hier sehr nach Gumbas, oder du brauchst eine Dusche. Gumbas? Ja, dachte ich mir. Ich bleib so lange in deiner Tasche. Eine solche Masse von Angreifern überstehst du nicht. Vermeide unbedingt diese Gumba-Armee. Wow. Psst, Mario. Naja, da ist niemand sonst in deiner Tasche, also kann es ja nur ich sein. In dieser Gumba mehr sich ein Stück des Farbsterns. Irgendwie müssen wir es doch erreichen können, aber dir fällt schon etwas ein, Mario. Boah, krasse Scheiße. Wir haben hier richtig die Frame Drops. Und da hinten funkelt ein Baum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Baum ein Superstern sein wird. Ein Superstern. Farbsternstück Nummer 4. Krass. Das ist echt heavy, wie diese Gumba-Armee einfach mal die Performance der Wii U voll in den Keller zieht. So. Die Gumba-Armee haben wir erledigt. Sehr schön. Farbsternstück Nummer 4 haben wir. So, wo ist Nummer 5? The last and least. The last nor least. Oder so ähnlich. Ja, okay. Oh! Nicht runterspringen, Mario. Auf keinen Fall runterspringen. Du willst das machen. Genau. So. Sehr schön.
sieht gut aus. So, die Käferarmee lassen wir einfach... Wow. Das ist eine Röhre, aber sie ist winzig. Da können wir rein. Na gut. Und hier? Da gehe ich nicht rein. Oh, ich aber. Aha. Sehr schön. Farbsternstück. Und ganz viele Käfer. Ja, die Frage ist, wie kriegen wir die ganzen Käfer kaputt? Alter Verwalter. Das tat mal richtig weh. Gut, wir nehmen erstmal einen Pilz. Dann ein Pau. Und dann einen fünffachen kaputten Schuh. Mit dem Pilz heilen wir uns. Mit dem Pau sollten wir die Käfer eigentlich alle irgendwie umgedreht bekommen. Okay. Oh, shit. Okay. Aber das bringt gerade gar nichts, ne? Das bringt so überhaupt nichts. Wie kriegen wir denn die Käfer weg? Vielleicht mit Hämmern? Ich versuche mal einen kaputten Hammer. Ich, ja, das Pau würde ich mir jetzt gerade tatsächlich mal aufsparen. K.O.-Hammer nehme ich noch mit. Und dann lasse ich da einen Goomba durchrennen. Einen Shy Guy durchrennen. Irgendwie muss es ja gehen. Also, Mario. Haben wir ein paar von denen erledigt? Shit. Okay, sie sind alle gegen den... Hochhammer vielleicht? Und K.O.-Hammer? Das ist aber irgendwie echt alles ziemlich uncool. Nehmen wir noch einen Hochhammer dabei. Wir haben ein paar besiegt, das... Ja. Aber wie kriegen wir sie alle besiegt? Shit. Komm schon. Exzellent. Ja, ein paar sind weg. Okay, nochmal Hochhammer. Hochhammer ist gut gegen die. Komm schon. Bam. Naja, ein paar sind noch übrig. Aber die haben wir bald dezimiert. So, was haben wir denn noch an Hammern? Hämmern. Normalen Hammer. K.O.-Hammer. Und einen doppelten normalen Hammer. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch brauchen werden, aber wir werden es... Ich nehme sie mit rein. So. Komm schon. Alle weg. Sehr schön. Passt. Eieiei. Das war krass. So, und Farbsternstück Nummer 5. Raus da. Du hast ein Stück des Farbsterns erbeutet. Gut gemacht. Okay. So, betreten wir mal diese Röhre. Das passt doch nicht. Lass es, Mario. Da passen wir niemals durch. Okay. Aber irgendwie müssen wir ja da hoch. Ah. Okay. Was können wir denn da machen? Wir können auf jeden Fall was ausschneiden.
Können wir wahrscheinlich eine Karte reinsetzen, oder? Die Frage ist, was setzen wir da für eine Karte ein? Wir könnten da die Knolle einsetzen, ne? Die Rübe. Ist das richtig? Nichts passiert. Na toll. Dann bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Oh, hier ist noch was zum Einfärben. Direkt unter der Brücke. Okay. Dann würde ich sagen, laufen wir zurück zum Speicherblock. Speichern ab. Und beenden diesen Part. Und dann schaue ich einfach mal zum nächsten Part hin, was wir da für ein Dings einsetzen müssen. Ich bin maximal überfragt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir da einsetzen sollen. Okay, dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.